Herzlich willkommen zu Camp & Grill, unserem kleinen Camp & Grill-Kanal hier auf YouTube. Wir sind noch in der Nähe von Gütersloh und hier bei unserem Freund Tobi übernachtet. Das habt ihr im Video vorher gesehen. Und jetzt geht's weiter ins Emsland, in die Wagyu-Bude zu unserem Freund Dieter. Dieter Ruhe und Familie, die züchten dort reinrassige Wagyu-Rinder, Tajima Wagyus, die japanischen. Und da sind wir heute. Vorher gehen wir noch entsorgen, fahren nach Riedberg, heißt es, und ein bisschen einkaufen. Ansonsten na, viel Spaß natürlich. Nach 300 Metern biegen Sie links an, Gewerbestraße, dann Ankunft. Ziel auf der rechten Seite. Da bin ich mal gespannt, ob da eine Tankstelle ist, du? Red Bull. Ja, guck. Wer hätte biegen das gedacht? Biegen Sie links an, dann Ankunft. Ziel auf der rechten Seite. Beides Leben mit Navi und Ankunft, so ist Gewerbestraße, Ziel auf der rechten Seite. Ach, das ist ja irre, das gibt's ja nicht. Was denn? Da steht ja noch eine Zweitakt-Gemischsäule. 2,15 Liter. Die älteren Zuschauer kennen das vielleicht. Das hat man früher für die Zweitaktmotoren hat man hier Gemisch getankt. Da hat man, das ist also Benzin und Zweitaktöl gemischt. Hat man sich so Chips geholt, da sieht man da oben den Einwurf und dann hat man getankt. Ganz ehrlich, das habe ich glaube ich seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. Gemischsäule. Wahnsinn. Ja genau, immer lächeln beim Tanken. 1,5 kostet der Liter hier. Schauen wir mal, wenn man das Video so in 2-3 Jahren anschaut, wie viel er dann kostet. Der Liter Diesel 1,5 hier. Warum halten wir Wasser kaufen? So. Hier bei Netto. Der geht doch zu Netto. Ich gehe ja zu Netto. Einkauf beendet und weiter geht's zum Campingplatz, wo wir heute Nacht sind. Eine Viertelstunde oder sogar, 10 Minuten. Schaut aber aus wie ein Campingplatz. Jetzt sind wir hier am Waldparkplatz Burger. Ein Burger wie der Hamburger. Ist mit Öl geschrieben. Laut Internet 70 Plätze, 20 davon Touristen. Also es ist hier alles sehr dauercamperlastig. Kirsten versucht das mal einzuchecken. Und dann schauen wir mal, wo man uns hinstellt. Ist ja nur für eine Nacht. Es hat niemand aufgemacht, gell? Alles war verrammelt, so richtig gut gefallen hat es uns da auch nicht. Jetzt fahren wir auf einen Wohnmobilstellplatz, den haben wir im Park von Neid gefunden, sondern am Seeside parzelliert. Strom, alles ist da und der Dieter muss uns halt dann dort abholen, aber das hat er angeboten. Und da fahren wir jetzt hin. Also in der Ferne sieht man schon zwei Wohnmobile stehen. Ja, da steht Parkplatz Wohnmobile. Davon. Hier ist der Erich, was hier schon, ja. Lunchen Kinder drin. Das ist ja, der steht euch schon extra hier. Ja. Weiß ich nicht.
Jetzt stehen wir hier am Stellplatz Erikasee. Da gibt es erst, wenn man wirklich hier ist, Hinweisschilder. Vorher heißt es einfach nur Erikasee. Das ist ein kleiner See. Der ist da hier hinterm Hügel. Hier ist ein Stellplatz für 4 Mobile. Und die Straße entlang können auch noch mal welche stehen. Hier drüben die Straße entlang. Da gibt es eine Fernentsorgungsstation, da gibt es Strom und Frischwasser, Abwasser. Alles möglich. Ansonsten sind es hier 4 Stellplätze. Da drüben steht einer, in der Mitte ist frei, hier steht einer. Und wir mit gebührendem Abstand. Bei meinem lieben Freund, dem Peter Ruhe, mit seiner Familie in der Wagebude im Emsland. Richtig. Und du hast diese schwarzen, leckeren Tiere. Ja. Ja, und jetzt zeigen wir euch noch ein paar schöne Bilder hier von der Wagebude. Genießt es, es ist wunderbar hier. Ja, und das war es jetzt hier von der Wagebude, von unserem nächsten Tourtag. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wir werden jetzt hier ganz privat in aller Ruhe mit unseren Freunden feiern. Und morgen geht's weiter. Morgen geht's nach Aurich, nach Ostfriesland. Und da sehen wir uns dann wieder. Macht's es gut. Ciao, Daumen hoch nicht vergessen. Netten Kommentar nicht vergessen. Und Abonnement auf keinen Fall vergessen. Hier oder auch gerne drüben bei Barbecue Perlach. Macht's es gut. Du bist auch noch da, okay? Schau mal. Ja, ein bisschen müde heute. Komm mal her, du müdes Kind. Ich habe gerade ins Feuer geguckt. Das muss. Du hast ins Feuer geguckt, ja. Das zeigt man ja schnell. Ah, aber die Oschis da, die schaut sich dann auf Barbecue Alt Perlach an, gell? Also macht es gut. Ciao. Bitte Lagebericht. Hallo, ich stelle fest, dass wir nachher kein Problem haben werden, dass uns die Asche auf dem Teller weht. Er sieht halt immer das Positive, gell, in allem. Ich habe gesagt, wir müssen dann jetzt sagen, die Luft ist trocken, wenn wir kein Bier haben oder so. Und ja, dann hat er eben Spaß. Was ist mit dir? Komm her. Was ist mit dir? Ich bin gerade voll in die nasse Pfütze gestiegen. Dreck locker.